Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ballermann, zurück von der Playa de Palma, dem Epizentrum des Ballermanns. Schnackt mal nicht lange rum, ihr hört es im Hintergrund, unser Thema heute: Wie bumsbar bist du auf Malle? Attacke! Bumsbar, geile Mädels, geile Jungs. Hör mal, wie bumsbar bist du auf Malle? Klar! Anders. Thomas, anders. What? Bro, what are you talking about, man? Wie machst du dir die Frauen denn klar hier? Brauche ich nicht, meine Perle sitzt zu Hause. Ah, okay, und du bist trotzdem bumsbar auf Malle? Ja, klar. Sass. Du siehst aus. Sehr gut. Wie bumsbar bist du auf Malle? Ja. Paschine, hör mal. Grüß dich. Wie bumsbar bist du auf Malle? Enorm. Geile Mädels, geile Jungs da. Zusammen. Dann sind wir wieder bumsbar. Fuckable? Ja, fuckable. Ach, safe. Ach, richtig hart bumsbar. Ja, das war richtig voll. Na, hör mal. Ich bumse gar nicht. Ich wichse mich abends in Schlaf, mein Freund. What the fuck, Bro? Also, Malle ist eine Familie. Und so gehört's zusammen. Und innerhalb von der Familie bumst man ja bekannt. Natürlich! Hallo. Sweet Home Alabama! Ich bin von der Jungschwanz. Du Jungschwanz. Ich bin jetzt eine Alte, ich küsse dich. Komm jetzt. Okay, komm, auf geht's. Küss mich. 2000 years later. Nein, du. Nee. Flachlegen, hallo? Guck dir den Boy mal an. Ja, absolut. Bro. Hallo, ich bin bumsbar. Ich bin auch bumsbar. Du bist 100% bumsbar. Ja, auf jeden Fall. Wie heißt du? Michelle. Hast du Instagram? Ja, klar. Ja, dann hau mal raus. Michelle_Petrausch. Ja. Michelle_Petrausch ist 100% bumsbar auf Malle. Kurz und knapp, kurz und bündig wie du. So wie dein Name? Das ist mein Mann. Wie bumsbar ist deine Freundin? Da bist du ja wieder. Gar nicht bumsbar. Also für mich bumsbar. Ja, für dich ist sie bumsbar. Oh ja. Maschine, was geht ab? Hey, hey, hey. Alles gut. Alles gut, hör mal. Wie bumsbar bist du denn auf Malle? Voll geil. Voll geil? Am Arsch. Am Arsch. Schon gebumst diesen Urlaub? Nee, alles gut. Saufen, soll ich dich in Ruhe lassen? Ich merke das manchmal nicht, wenn ich Leuten auf den Nerv gehe. Ja. Ja. Hör mal, gute Besserung. Dadurch, dass mein Freund zu Hause sitzen hat, gar nicht. Und angenommen, du hättest keinen Freund zu Hause sitzen? Ja. Die Antwort ist ja. Wie schaut es bei dir aus? Wie bumsbar bist du auf Malle? Ich habe keinen Freund zu Hause sitzen. Das heißt, die Antwort heißt auch? Bumsbar. Ja, ich bumst nicht. Du bumst gar nicht? Nee. Weil du bist nur zum Saufen hier. Ja, klar. Vögeln kann man auf Malle wie Strand am Meer, ne? Das ist halt einfach so. Mein Gott! Und Strand am Meer gibt's genug! Ja. Ich hoffe, ich bin im Video zu sehen. Von mir, es tut mir leid. Glücklich vergeben. Ja. Sehr glücklich. Das haben sie uns aber nicht gesagt. Das haben wir auch noch nicht gehört. Aber lass dir die Jungs wenigstens zugucken. Ja. Nein, vergiss es, Lukas, vergiss es. Sie sehr. Ich geht. Du bist sehr bumsbar auf Malle. Kann man so sagen. Kann man so sagen. Wie oft bummst du denn hier so im Schnitt im Urlaub? Ich bin gerade erst angekommen. Hast du schon gebumst? Nein. Wirst du heute noch bumsen? Wahrscheinlich, ja. 0%, wie kommt's? 0%, weil ich einen Freund habe. Einen Freund hast. Wenn du keinen Freund hättest, wie bumsbar wärst du auf Malle? Dann vielleicht 15%. 50% bumsbar bist du auf Malle? Ja. Okay. Nee, warte. S-C-R. Nee, ohne F. Und dann F. Da haben wir dich doch. Ja. 50% bumst mal die junge Dame. Ja, wer wäre jetzt potenziell dabei, eine Runde zu bumsen? Also ich nicht. Ich würde es machen. Oh, das geht aber schnell, Michael. Michael, willst du bumsen? Ja, safe. Ja, dann auf. Sie frei. Oh. Ich bin immer bumsbar und unbumsbar. Alles zusammen. Ja? Alles. Es ergibt natürlich Sinn wie deine Frisur. Es ergibt Sinn wie meine Frisur, aber trotzdem muss man genug trinken. Ich glaube, dann isst man alles, was man möchte. Ja. Alles. Ihr könnt alles sein. Wir können aber gerne mal in die Bumsbar gehen, wenn du Bock hast. Ja, in die Bumsbar, ja. Ab geht's. Wie bumsbar bist du auf Malle?
Null. Null. Und jetzt blenden wir mal ganz kurz zurück. Jetzt blenden wir mal ganz kurz zurück, was sie beim letzten Mal gesagt hat. Was ist die krasseste Story, die dir jemals im Suff passiert ist? Als ich bei dir im Pagera aufgewacht bin. Was da passiert? Der Alkoholpegel muss stimmen und das Bier ist einfach die Legende. Trink Bier und bleib stabil. Ja. Mal wieder da. Kein Kommentar. Also ich kann dir sagen, da waren schon etliche Sachen, wo ich bei ihm gesehen habe, wie er gebumst hat. Genau, petzen. Wir lieben, hier bei Ballertmann lieben Nein, wir petzen. Ich bin Kinder, der war petzt. Das ist einfach nur Tatsache. Also, er war bei mir im Zimmer, aber er wollte mir das nicht zu glauben. Er war wieder nüchtern. Er war so nüchtern, das hat er mir nicht glauben wollen. Aber nein, wir sind die Bumsbasten überhaupt, weil wir saufen wie die Sau. Ja, die müssen sich ja Mühe geben, ne? Was muss man denn machen? Mühe geben. So mit, dir, so mit dir essen oder so? Ja. Ja. Hm. Boah, gar nicht. Gar nicht? Hast du noch nie gebumst hier? Ja doch, schon. Ja. Das heißt schon mal, wie oft bist du so auf Malle im Jahr? Boah, öfters auf jeden Fall, so fünfmal. Fünfmal und im Schnitt, wie oft bummst du pro Urlaub oder im Jahr? Kommt drauf an, mit wem ich hier bin. Achso, du bummst nur die du schon mit auf die Insel nimmst? Nee, weil je nachdem haben wir Familienurlaub oder ich bin jetzt mit meiner kleinen Schwester hier. Achso, aber wenn du jetzt alleine hier wärst und ich würde irgendein Typ zum Beispiel mit dem Mikrofon auf der Mauer ansprechen und sagen, komm, wollen wir bumsen. Nee. Nee? Nee? Schade. Diese Insel ist verdammt bumsbar. Kommt nach Malle, bumst rum wie die Wilden oder kommt einfach nur zum Saufen. Vor allen Dingen aber streamt den Song. Bumsbar von Icke Hüftgold, Schürze und DJ Robin. Jetzt hier in der Beschreibung. Ja, Attacke. Sind wir wieder bumsbar. Geile Mädels, geile Jungs da.